erstmal herzlichen Glückwunsch an Alpha Kevin für die 100k. Alle mal Coronavirus-Tim in den Chat posten. Heftig, Digga. Dass du mal die 100k hast, wer hätte das gedacht? So, und jetzt gucken wir sein 100k-Video. Also quasi das erste, was seitdem, das letzte, was veröffentlicht wurde vor den 100k. Ihr habt den einfach zerstört. Haha. Ein Phänomen unserer Zeit. Menschen mit schillernden Eigenschaften, aber mit schwierigen... Junge, aber krass, wie bei ihm läuft. Er hat das Video heute hochgeladen und das hat einfach schon 18.000 Aufrufe. Was geht gerade mit seinem Kanal? Das hat auch 4.000 Likes. Manche nennen es ein Charaktermerkmal. Für andere ist es eine Störung. Falls du mein Video schaust, sorry, hab wieder ziemlich schnell geredet. Okay. Ja, wir gucken dann danach dabei. Narzissten haben so eine Vorstellung, I'm a very important person. Okay, du hast Abo von ihm gemacht, jetzt ich mach Abo von dir, Bruder. Kann alles, ich bin der Tollste, ich bin der Größte. Hab ich geballert, Bruder! Und zu den negativen Merkmalen gehören dann sowas wie abwertendes Verhalten, starker Ärger oder Aggression. Du Mädchen besitzt keinen Stolz. No, der kann mit Kritik nicht gut umgehen, weil Kritik nicht einfach nur ein Feedback ist, eine Rückmeldung ist, sondern er das eigentlich als persönliche Abwertung empfindet. Bruder, der wünscht jemanden den Tod, du wünschst jemanden Knast. Du willst Anwalt rufen. Was ist besser? Ja, was ist besser, Digga? Jemanden töten oder jemanden für Straftat in den Knast schicken? Och, der ist schwierig, Digga. Ihr glaubt gar nicht, was ich für einen Nachkick schieben musste, als ich... Versteht ihr, die hat... Mit asiatischem Akzent geredet, lol. Das? Haha, Asiaten sind lustig. Ihr gesehen habt. Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Da kommt so ein Typ von der Seite, macht ein Video gegen einen mit der größten Cringe-Reaction, die ich jemals gesehen habe. Dann mache ich ein Video zu ihm über seine ersten 4 Minuten von seiner Reaction. Der geilt sich darauf auf, dass er jetzt Aufrufe bekommt und bekommt einfach einen Strike dafür. Alter, das ist so stark, der kann eigentlich direkt einen neuen Kanal eröffnen. Also jetzt mal, no shit, das ergibt einfach am meisten Sinn. Denn nur mal zum Verständnis, das Video, was gestrikt wurde, das war einfach sein erstes Video auf seinem Kanal. Geil, Digga. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich kenne wirklich keine einzige Person, die es geschafft hat, mit seinem ersten Video direkt einen Strike zu kassieren, um dann eine Woche eine Uploadsperre zu bekommen. Vor allem meint er noch, dass er ein Statement rausbringen möchte, wenn er über 1000 Aufrufe auf sein Video generiert. Und ja, herzlichen Glückwunsch, das hast du auf jeden Fall auch geschafft. Aber bei einem Strike, da kannst du natürlich dein Statement erst nach einer Woche Uploadsperre bringen. Von daher, herzlichen Glückwunsch, Bruder, du kommst bestimmt auf die Liste der 3 intelligentesten Menschen der Welt. Ach, und da stell dir am besten wirklich einen neuen Kanal, ist ein Tipp von mir, weil ich meine, du hast ja nichts zu verlieren, außer deinem Strike wegen Hassrede. Das Ding ist, ich habe den Typen halt nicht mal gemeldet oder sonst irgendwas. Ich habe noch nicht mal meine Community indirekt dazu aufgefordert, den zu melden. Ich meine, was soll man aber auch dazu sagen? Also ich meine, wir haben ja das Video von Alpha Kevin selber gesehen, die Reaction jetzt nicht. Aber man hat schon gemerkt, jo, also da kommt halt nicht viel bei rum. So, ne? Es ist halt schon verdienter Strike bei dem, was er gesagt hat. Ich verstehe das auch nicht, Mann. Keine Ahnung, das ist so, was hat ihn die Reaction halt generell gebracht? Das war ja wirklich halt einfach nur der Cringe-Kick 2020 so. Tatsächlich mal die erste Entscheidung von YouTube, die ich wirklich absolut respektiere und definitiv auch toll finde. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, der Typ, der hat mich offiziell in seinem Video als Hitler tituliert und hat sogar Hitler-Reden mit eingebaut. Also ich meine, da kann irgendwas nicht ganz glatt laufen. Das Ding ist aber, ich hatte ja in diesem Video, was ich da zu ihm gemacht habe, nur die ersten 4 Minuten seiner Reaction auseinandergenommen. Das Ding ist, der Rest ist noch viel, viel schlimmer als das, was ich ja da schon analysiert habe. Ich meine, nicht nur, dass homophobe Äußerungen da getätigt wurden, nein, es wurde natürlich auch wieder ganz groß die Nazi-Keule geschwungen, um mich auch wieder als richtig rechts darzustellen. Ich bin nur selbst nicht aus Sachsen, komme doch, Bruder. Das ist ein Grund, Bruder. Du bist ein Skinnier, da gibst du mit Leib und Seele. Geil, weil er aus Sachsen kommt, so. Okay. Du hast zu viel Hitler-Filme geguckt, du hast gemerkt, die haben keinen Glatze, die haben Seitenscheitel, du Bruder. Du hast gemerkt. Was hab ich? Ich hab einen Seitenscheitel wie Hitler? Stimmt, Hitler sah mit Sicherheit auch so hier aus. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass ich halt im Gegensatz zu ihm einfach keine blonden Haare habe und er einfach noch einen krasseren Seitenscheitel trägt als ich. Aber weißt du was? Das Aussehen hat mich noch nie von irgendwelchen anderen Leuten interessiert. Dementsprechend gehe ich da auch gar nicht weiter drauf ein. Ich wollte nur mal aufzeigen, wie niedrig dieses Niveau hier ist, auf dem wir uns hier gerade eben begeben. Übrigens, ja, das ist halt wirklich so... Ich sag's immer wieder, das ist ein Typ, der geht wirklich davon aus, dass das stimmt. So. Ich finde das voll krass, weil was läuft in einem Menschen falsch, dass er wirklich die Meinung hat? Er fühlt sich ja am Recht. Das ist so, ey, das fickt irgendwie meinen Kopf, Mann, ich weiß nicht. Sofort scheint auch das Wort Ausländer eine rassistische Äußerung von mir zu sein. Ich bin ein weltoffener Mensch. Ich habe kein Problem mit ausländischen Menschen. Ich selber. Was sind denn Ausländer? Sind Ausländer keine Menschen? Okay, du hast gesagt, ausländische Menschen. Die Schwierigkeit ist, zu differenzieren, was hat das jetzt für Gründe? Hat das mit der geistigen Behinderung zu tun oder hat das mit der...
Ja, was sind denn Ausländer, Digga? Hä, sag mal, was sind Ausländer für dich? Möglichen psychischen Störungen. Kleiner Nazi, Alter. Bild dir deine Meinung. Also wer sich jetzt noch die falsche Meinung bildet, der kann jetzt gerne den Raum verlassen, okay? Aber jetzt mal ohne Witz, so viel Mist, wie er in seinem Video dort geredet hat, das ist echt so selten dämlich und da muss ich auch dringend jetzt noch dieses Video hier bringen, denn das wird jetzt noch richtig lustig. Also ich meine nur mal so, da sind Aussagen dabei, da kann man sich nur an den Kopf greifen und denken, wie kommt sowas zustande? Wie kann man sowas in sein Mikrofon blubbern? Da tut einem alles weh. Übrigens war dieser Kollege Schnürschuh auch so hochintelligent und hat eine Hitler-Rede in sein Video mit eingebaut, um diese Rede mit meinem Video zu vergleichen. Sag mal, ist er eigentlich irgendwie komplett lost oder fernab von irgendeiner Realität? Also kein Wunder, dass man direkt nach einem Tag einen Strike von YouTube bekommt, wenn man mich direkt als Nazi oder auch als Hitler abstempelt. Ja, der Strike ist halt wirklich absolut zu Recht. Ich verstehe auch gar nicht, also der meint das ja anscheinend wirklich ernst. Ich meine, er sagt ja einfach nur ausländische Menschen. Also Ausländer, ja? Ah, du kleiner Nazi, Digga. So, hey, was ist das? Also wenn er trollt, ist es lustig, aber wenn er das ernst meint, wie kann man denn so lost sein? Hashtag Joker gefunden, der einfach zweimal das gleiche Video hochgeladen hat, wo er mich zum einen verleumdet und zum anderen... Aber das eine ist 3 Sekunden kürzer. ...auch noch eine Hassrede betreibt. Ich meine, 2 Strikes würden den halt echt gut tun und ich denke, dann würde er zweimal drüber nachdenken, was er auf YouTube so macht. Aber ich meine, irgendwie muss er auch seine Anwaltskosten decken, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal, okay? Apropos Anwalt, dieser BuheriTV, auf den wir jetzt gerade die ganze Zeit reagieren, der hat übrigens auch absolut gar keine Lust auf eine Anzeige, obwohl ich dem Guten gerne echt eins reindrücken könnte damit. Aber wisst ihr was, ich bin mal noch so cool und sehe auch davon ab, weil das zum einen sein erstes Video ist und zum anderen denke ich mir halt wirklich, dass der eventuell nicht ganz auf der geistigen Höhe ist und dementsprechend lasse ich das mal lieber. Ich meine nur mal so, schaut euch einfach mal an, wie der Typ einfach im 18. Jahrhundert ist. Ja, also ich meine freie Zeit. Ja, was heißt direkt Bann? Also er hat das Video gemacht, er wird dafür gestrikt. Ich denke mal, das ist halt schon Strafe genug. Es ist natürlich halt absolut dämlich generell, dass man immer irgendwie mit der Nazi-Keule oder sowas kommt. Also okay, das ist ja genauso. Wenn jetzt so Feministen sagen, so, ja, weg mit deiner toxischen Männlichkeit oder, ja, ja, aus deiner privilegierten Sicht siehst du das, wo ich mir auch so denke, das sind halt einfach irgendwelche Kampfbegriffe, so, das ist ja genauso wie jemanden versuchen, in die Nazi-Ecke zu stellen, so, du versuchst ja gar nicht auf seine Argumente einzugehen, so, sondern du willst ihn ja quasi als Person einfach denunzieren, sodass halt seine Meinung für dich einfach keinen Wert haben muss. So, ja, nehmen wir mal, ich mache jetzt eine geile Argumentation gegen Feministen und dann sagt die einfach, ja, es ist deine toxische Männlichkeit. So, die entzieht sich halt komplett der Kritik, weil die halt sagt, ja, Digga, es ist deine toxische Männlichkeit, so. Ja, was soll ich dann sagen? So, ja, okay, Digga, wenn du das so siehst, dann kann ich halt auch nichts machen. Und, ja, so ähnlich ist es ja mit dem Nazi-Ding auch, ne? Wenn jetzt halt jemand irgendwie so, vielleicht auch mal so gegen Ausländer argumentiert wird, weiß ich, bei irgendeinem Punkt vielleicht, keine Ahnung, die machen mehr Straftaten oder was weiß ich, so, dass man auch sagt, ja, bist ein Nazi. So, dann braucht man halt nicht drauf eingehen, weil das ist halt Nazi und mit Nazis muss man nicht diskutieren. So einfach ist das halt, ne? Finde ich halt, wie gesagt, halt immer wack, wenn man sowas macht. Weil selbst wenn man der Meinung ist, dass man recht hat, so, dann zerstören doch argumentativ. Also das tut doch viel mehr weh. Also auch Nazis oder so AfD-Leute, also bei der Braunschweiger Zeitung posten auch immer solche Leute da irgendeine Scheiße, wenn die was zu Flüchtlingen oder sonst was posten. Und es macht so Spaß, den mit so kleinen Fragen oder so Mini-Aussagen, die schon so voll aus der Fassung zu bringen, das ist doch viel lustiger, als zu sagen, lol, Nazi. Der LaRouTV, Digga. Vielen lieben Dank, Ehre. Und werde mich genau diesen Wenn wir uns sehen, lade ich dich auf den Döner-Teller ein. Auf den Adana-Kebab. Ich sag's dir, du provozierst mich, hör auf. Wenn ich aber Bock habe, so zu reden, dann rede ich gerne so, lieber BuheriTV. Und nun mal so, seit wann ist das Wort schwul ein herabwürdigendes Wort, lieber BuheriTV? Leben wir etwa immer noch im Mittelalter? Oder wieso kommst du jetzt darauf, das Ganze als Provokation zu sehen? Hast du schon mal was von Toleranz gehört oder so? Das ist absolut cringe, was du da schon wieder äußerst. Aber hey, Hauptsache man muss seine Meinung tolerieren und akzeptieren. Aber warum muss man das eigentlich, wenn er noch nicht mal Schwule toleriert? Ja, klar. Restaurants sind immer besser als ein Imbiss. Ja, Alter, das ist echt zum Kotzen, Junge. Du hörst mir jetzt zu. Oh, warum jetzt sollte man sich in seinem Land nicht an die Regeln halten, aber in deinem Land? Hä? Du blödes Arschloch. Aber hey, du blödes Arschloch. Gefickt. Hör mir zu jetzt. Wenn du deinen Anwalt rufst, gell, ich will dir nichts sagen, aber... Digga, ist ja dumm. Schreck mich doch nicht so, Junge. Ach so, du drohst mir gerade eben mit körperlicher Gewalt, wenn ich mich an das Gesetz halte und ich rechtlich dagegen vorgehen würde. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil du dich jetzt schon wieder strafbar gemacht hast, indem du mir schon wieder in die Hecke gedroht hast. Und was ergibt eigentlich dieser Satz hier nochmal für einen Sinn? Warum sollte man sich in seinem Land nicht an die Regeln halten, aber in deinem Land? Warum sollte man sich in seinem Land nicht an Regeln halten, aber in deinem Land? Aber das ist geklaut von diesem schlechteste Deutschrap-Lines, Alter. Da ist nämlich der Kopf von Casey Rebel drauf gewesen. Das ist nämlich genau so, Digga. Fuckt mir nicht ab, wenn ich Appetit hab, ey. Sag,
Weiß ich auch nicht. Was soll ich dazu sagen, Bruder? Man braucht, glaube ich, dazu einfach gar nicht sagen, außer dass das, was er gerade eben geäußert hat, komplett dumm ist und keinen Sinn ergibt. Ich meine, ach, scheiß drauf, lest euch einfach selber durch, was er da gesagt hat und dann versucht das einfach mal zu analysieren. Vielleicht kommt ihr auf irgendein Ergebnis. Was könnte er damit sagen? Warum müssen sie sich in seinem Land an Regeln halten, aber nicht in deinem? Junge, das ist nicht normal, aber kennt ihr übrigens auch den Clip hier? Nicht oder steh hinter keinem, gell? Dass du Bescheid weißt, ich mag euch beide nicht. Aber du weißt, mit Anwalt mach langsam bei mir. Ich hab auch eine indirekte Drohung. Du weißt, indirekt. Ach so ist das, eine indirekte Drohung oder wie? Gut, Sherlock, ich glaube. Weil was sagt der Anwalt dann so? Der Richter dann so. Ja gut, also es war jetzt ja nur eine indirekte Drohung, keine direkte, deswegen Freispruch, Bro. Geh, komm, mach dir einen netten Abend heute. Ich hab mir das doch nochmal ein bisschen anders überlegt mit dem Anwalt. Ja, ich weiß, ganz ehrlich, also gegen solche Leute würde ich auf jeden Fall halt rechtlich vorgehen. Also jetzt nicht mal unbedingt, weil ich die Straftat an sich halt so schlimm finde, sondern einfach, weil der Typ einfach ein komischer Kerl ist, so. Ich meine, was denkt er denn, wer ist, dass er sagt, ja, zeig mich an, Digga, und du kriegst die Faust. Was ist das für eine Aussage, Digga? Also das ist ja halt einfach nur dämlich. So, dann würde es mir halt auch nicht darum gehen, dass er mich jetzt vielleicht generell beleidigt hat oder in die Ecke drängen wollte, sondern alleine schon, weil er mich da so komisch bedroht, würde ich dagegen vorgehen. So ihm einfach mal zeigen, wer hier der King auf dem Pausenhof ist. Gegen dich vorgehen. Spaß, das war nämlich auch nur eine indirekte Drohung mit meinem Anwalt. Von daher, alles gut, Bruder. Aber nur mal so, wir können uns jetzt einfach mal ein bisschen einigen. Tust du mir in Zukunft nichts, dann tue ich dir in Zukunft auch nichts. Ich denke, das wäre einfach das Schönste. Ist das hier ein Friedensabkommen oder was, Junge? Versailler Vertrag 2. Ich meine, das ist ein feines Geben und Nehmen. Und hier in der sächsischen Kultur ist das Hab und Gut, mein Lieber. Ich finde es aber an sich stabil, dass du mir einfach so... Ist das wieder so ein Nazi-Sprichwort gerade gewesen, oder? So viele Steilvorlagen für Videos. Welchen Döner findest du am besten im BS? Ich würde sagen, bester Döner. Also der heißt tatsächlich bester Döner. Der ist eigentlich richtig gut. Haben wir gestern auch wieder bestellt. Oh, Digga, der ist so genial geil, Digga. Leider ist der halt sehr relativ weit weg von da, wo wir sonst immer, also wo wir halt wohnen. Und deswegen ist es immer schwierig halt, ne, weil der Mindestbestellwert dann halt so hoch ist. Das kriegst du mit zwei Dönern nicht voll. Das ist ein bisschen schade. Dass ich einfach noch näher an den 100.000 Abonnenten rankomme. Also da kann ich dir wirklich nur dankbar sein. Und ich bin natürlich auch einem Hashtag Joker dankbar und vor allem einem Buchi dankbar, der das Ganze eigentlich so ins Rollen gebracht hat. Also Kuss geht raus dafür, dass du mir zum Kanalwachstum einfach geholfen hast. Ja, das ist einfach absolut geil. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne noch abonnieren. Dann schaffen wir noch eher die 100.000 Abonnenten, um dem Typen das nochmal zu zeigen, wie heftig wir eigentlich sind. Kommen wir jetzt aber nochmal zu einem etwas ernsteren Thema. Und zwar erzählt bitte in euren Videos, die ihr eventuell irgendwann mal hochladen werdet, bitte kein Müll. Seid naiv oder sonst irgendwas. Sagt bitte kein Müll. Es kann alles gegen euch verwendet werden und dann seid ihr einfach am Arsch, wenn irgendwelche YouTuber darauf aufmerksam werden und darauf reacten. Deswegen denkt erstmal nach, bevor ihr handelt und fühlt euch vor allem nicht so groß mit dem, was ihr da hochladet. Und seid bitte auch so lieb. Reflektiert euch erstmal selbst, wenn ihr dieses Video nochmal anschaut, weil das, was der da hochgeladen hat, das kannst du echt niemandem anbieten. Ich meine, wie stark muss man sich bitte fühlen, einem Lauch mit Gewalt anzudrohen? Ich meine, nur mal so, jeder Windstoß könnte für mich eine Gefahr sein, dass ich irgendwo hinfliege. Also von daher, mit Gewalt zu drohen ist halt nicht nur mega unlustig, sondern es ist auch strafbar und vor allem ist es mega peinlich. Also mir wäre es auf jeden Fall peinlich. Schließlich ist Gewalt die Sprache der Dummen und ich möchte auf jeden Fall kein Dummer sein. Deswegen passt immer auf, was ihr im Internet... Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, ich verstehe es halt irgendwie auch nicht, was man damit erreichen möchte, irgendwie jetzt andere zu schlagen oder so. Ich meine, wenn ich jetzt eine Argumentation habe und ich gewinne die oder ich sage halt jetzt was zum Beispiel einem nicht passt, so, aber ich habe recht und der boxt mich dann, so, dann ist meine Meinung oder meine Aussage ja nicht falsch. Also er hat ja quasi nichts erreicht, außer dass er halt angezeigt wird und ja, wahrscheinlich dann vorbestraft ist. Dadurch kriegt er dann schwerer einen Job oder eine Ausbildung und hat insgesamt halt ein schwierigeres Leben, so. Und ich krieg halt Schmerzensgeld, krieg dann wahrscheinlich, falls es schlimm ist, auch kostenloses Essen im Krankenhaus und kann da halt mein Leben chillen. Also ich weiß nicht, ich sehe halt irgendwie den Sinn nicht dahinter, warum es halt Menschen gibt, die halt so alles auf Gewalt setzen. So, das macht für mich halt einfach irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was die Leute halt damit erreichen wollen. So. Wie gesagt, ich habe mich noch nie in meinem Leben geschlagen. Noch nicht richtig. Äußerst, sonst kommt dieser Typ vorbei und möchte euch dann irgendwie zerstören. Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Thema. Wie lustig ist es eigentlich, dass der einfach mit seinem ersten Video einen Strike bekommen hat und dadurch eine Woche kein Video hochladen kann? Jetzt mal ohne Scheiß, der kann halt wirklich einen neuen Kanal eröffnen, dann hat er immerhin keinen Strike mehr und der verliert aber ja auch wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich sieht er sich aber auch noch im Recht, Digga. Wahrscheinlich denkt er sich so, den Strike kann ich ja gar nicht verstehen, was soll denn das?
Das ist echt so stark, ich würde den wirklich gern Orten basteln. Das Problem ist halt, jede Sekunde, die ich irgendwie an ihn denke oder mit ihm verschwende, ist eine Sekunde zu viel. Das lässt halt einfach die Synapse in meinem Gehirn absterben und das möchte ich einfach nicht. Deswegen lasse ich es lieber. By the way, wir stehen jetzt einfach kurz vor den 100.000 Abonnenten. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass wir jetzt innerhalb von einem Monat fast 10.000 Abonnenten dazu bekommen haben. Ich kann es gar nicht fassen. Also wer mir jetzt noch den YouTube-Play-Button gönnen möchte und den Hatern wie Hashtag... Ja, das war echt krass, ne? Wenn man mal so ein Jahr zurückdenkt, so wo halt sein YouTube-Kanal gar nicht lief, wo er nur so 2.000-3.000 Aufrufe pro Video gemacht hat, wo ich ja auch meinte so, yo Bro, mach auf jeden Fall einfach weiter, netz sie durch. Und jetzt läuft halt wirklich richtig krass bei dem, ist schon heftig auf jeden Fall, ne? Vor allem auch, mal abgesehen davon, dass er gut Abos kriegt, seine Klicks laufen ja auch gerade einfach mega krass. Ne, wenn du es überlegst, die so pro Video fast 30.000, 40.000 Aufrufe, Mann, das ist schon hart, ne? Wenn du mal hier so zurückgehst, zum Beispiel vor 4 Monaten hatte der noch so 10.000 bis 15.000. Also der hat jetzt seine Klicks halt quasi verdoppelt innerhalb von wenigen Monaten. Ne? Ich glaube, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich glaube, bis auf die Rune Reserve Sache lief sein Kanal wahrscheinlich auch noch nie so gut wie heute. Ne? Jetzt muss er auf jeden Fall durchziehen und nicht wieder ein Video machen. Ich höre auf mit Midas Blogs, ich will Sketch machen. Wenn Choco oder auch ein Buheri zeigen möchte, dass wir eine krasse Army sind, dann könnt ihr gerne abonnieren, mir Hack bieten. Und dann würde ich sagen, Liebe geht raus an jeden an euch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich bis hierher immer... Ich bin aber auch echt gespannt, ob Alpha Kevin das halt jetzt halten kann und ob das wirklich so eine Hype-Sache ist. Zum Beispiel, ich hatte letzten Monat ja auch richtig viele Abos gekriegt durch heftige Videos und so. Und das ist jetzt ja auch wieder abgeflacht. Also es ist immer noch gut, ich will mich gar nicht beschweren, aber es ist natürlich halt weniger geworden. Ich meine, bei mir fällt es halt nicht auf, wenn Videos jetzt mal 20.000 Klicks weniger haben, ist doof, aber ist halt nicht schlimm. Bei Alpha Kevin Werner hat jetzt 10.000 oder 20.000 Klicks schon ein bisschen schlimmer auf jeden Fall. Begleitet und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Bänkchen, euer Alpha Kevin und ciao. Boah, krank, er lässt das einfach 18 Sekunden, ey, heftig. Ja, gutes Video, schaut auf jeden Fall vorbei.